Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Ja, im letzten Part haben wir Nico vor einem tödlichen Schlangenbiss gerettet, denn sie wurde vergiftet, aber wir konnten das Heilkraut erlangen von den Indianerstämmen, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir einen Gegenzug. Ja, was müssen wir denn da? Die anderen drei Steine von dem hier sammeln da. Naja, auf jeden Fall haben wir hier, da hatte ich ja im letzten Part gesagt, das könnte Waluigi sein, aber ist Theodolith und mit denen wollen wir gleich mal eine Runde sprechen. Mit Theodolith. Falls er wirklich so heißt oder hieß das Gerät so? Oh, das Gerät hieß so. Hallo, ist das hier Catch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung, vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Nein, bin ich nicht. Du bist bescheuert, weil du einen Theo hast. Ich nenne ihn jetzt Theo, weil du mit ihm sehr viel Liebe machst und Zärtlichkeit und egal. Hier, friss mein Stein. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da. Moment mal. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo. Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Ich klatsche dir gleich die Zeitung ins Gesicht, wenn du so weiter rumlaberst. Schauen Sie sich das an. Ein Artikel über eine totale Sonnenfinsternis. Ach, wirklich? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber das ist eben so meine Natur. Ist mir scheißegal, ehrlich. Das ist unhöflich. Oh. Bis später, mein Entschuldigung, Bronson. George. Aber der ist wirklich mit Waluigi gleichzusetzen. So, ich nehme jetzt seine Pläne. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Ja, er versteht alles. Hey, Rasta! Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Er ist im Gegensatz zu dir, Bronco, ich nenne dich jetzt Bronco, höflich. Ja, und ich werde jetzt seinen Theo umkicken, weil er es verdient hat. Der böse, böse Ver das böse, böse Vermessungsgerät. Lalala, oh. Kann ich was machen? Ach so. Ich konnte nichts machen. Kann ich noch mal? Nein, halt. Darf ich da noch mal reinschauen? Weil ich habe da was blinken sehen. Na gut. Okay. Gehen wir mal ins Netz. Würde ich mal sagen. Sitzt da noch jemand oder? Ich will Warum kein denn nicht? Fischernetz. Kannst du dir noch eine schnieke Freundin angeln? Oh, da sitzt wirklich jemand noch. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, naja, ist halt so ein Name. Joa, das war ein guter Einstieg für eine super Konversation und der Junge lacht dich gerade aus. Na gut. Stimmt es, dass Captain Ketch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja, das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Welche alten Schwestern, Jo? Was weißt du über Captain Ketch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt.
Ihr wollt meinen Schatz, ihr könnt ihn haben. Sucht ihn doch. Was? Falscher Film. Was? Keine Schule heute? Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Okay. Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Ketch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Ach, Bronco steckt dahinter. Natürlich. Herr Bronco. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. So ein Piep. Damit ich das nicht extra nachher noch rauspiepen muss. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Weißt du irgendwas über eine bevorstehende Sonnenfinsternis? Nein, aber das würde erklären, warum das Wetter so schlecht wird. Rio, es ist ein wundervoller Tag. Es ist gerade mal ein hingehauchtes Wölkchen am Himmel. Vertrau mir, es wird sehr bald sehr schlecht. Oh, das ist eine böse Vision von Rio. Den Jungen, der am Strand von der Karibik rumangelte. Er sah hervor, dass ein Sturm heranziehen wird. Ein übler Sturm. Wird George... Nein, stopp halt. Schon wieder falsch. Mensch, was ist denn heute los? Ich drifte hier in jeglichen Film ab. So. Ah, da sind die Schwestern. Oh, die Miezekatze. Hallo, Miezekatze. Muschi, muschi, muschi. Hey, Mieze, willst du spielen? Miau. Vorsicht, Mistkatze! Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. Hey, die will alleine sein. Beleidige die doch nicht so. Das ist eine liebe, liebe Miezekatze. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Was mag der überhaupt? Er mag keinen Fisch, er mag keinen Tee. Er mag keine Katzen. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist nur Raddels. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Na komm, wir sind diesmal mal schmeichelhaft, ne? Aber ja, besonders gegrillt. Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher. Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich dem 8. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Na klar. Ja, allerdings. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins... Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Okay, und was wurde dann aus Ketch? Gotta catch him, aber nee, halt. Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Hm. Sie sagten, Hawkins Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer, mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Oh, ganz vorsichtig sein, das ist ein Vorfahre von den guten Damen. Die könnten ziemlich sensibel darauf reagieren. Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen?
Oh nein, er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Oh, das nennt man mal einen schönen morgendlichen Gruß. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben Sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Joho! What the... Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Ketch Ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat Ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch Sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer, dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt, danke, Mina. Oh, vorsichtig, Ladies. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Die scheint wirklich nicht die Hetze zu sein, ne? Patrick, ist das meine neue... Halt. SpongeBob, ist das meine neue Freundin? Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Och Mensch, er wollte Emily näher kennenlernen. Dann hole ich mir jetzt den Flaggenmast. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Ja, und das lassen die beiden einfach... Oh. Sie da, was machen Sie da? Verzeihung, meine Damen, ich wollte nur mal auf Ihre Leiter klettern. Ich helfe Bronson. Oh nein, Sie sind ganz anders als er. Er ist sehr höflich, nicht wahr, Frost? Und er hat Grübchen, wenn er lächelt. Sehr schmeichelnd, aber es hilft mir jetzt leider in meiner Situation nicht weiter. Warum zeigt sie eigentlich den beiden Damen nicht den Stein? Die müssen doch eigentlich, naja, wissen, was das ist. Darf ich an die Tür gehen? Klopfen? Nein, du darfst nicht klopfen. Pass auf. Es ist abgeschlossen. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Renoviert? Wo sind denn die Bauarbeiter? Vorbereitung ist die halbe Arbeit, junger Mann. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sehe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten. Oh, oh. Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen.
Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Komisch. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Zeig doch denen mal den Stein, dann wissen die vielleicht... Ach, Mann. Da Miezekatze. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Und nochmal. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stobart. Gnade Ihnen Gott! So. Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Sehr schön ausgedrückt und man sieht sie nicht mehr. Die sind verpufft irgendwie. Die dicke Mina, also die dickere von beiden, die ist wohl abgehoben und die dünnere, die hat sich wie eine Schlange aus dem... Naja. Aus dem Staub gemacht. So, kann ich jetzt da ran? Nein. Ich komme nicht an den Fahnenmast. Und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Was haben wir denn um... Nein. Wir hätten ja den Damen, besonders Mina, das Höschen schenken können. Oh. Och man, immer diese Höschen-Flachwitze. Ich glaube, die sollte ich mal besser lassen. Für die Qualität des Videos. Kann ich nicht die Leiter nehmen und verschieben? Guck mal, wie lang diese Leiter ist. Da ist es doch nicht so schwer, die einfach in diesen Gestrüpp reinzurammen und hochzuklettern. Was ist daran so schwer?